Yeah. While like a couch, just smaller and for outside, yeah. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Projekt, das werde ich wahrscheinlich auch in meiner Masterarbeit verwenden. Aber dann eine ganz einfache, simple Alternative ist Kissy. Hat mir jemand von euch mit schon von Ender gehört? Ender.js? Das ist eine Paketverwaltungslösung für JavaScript. Ja. Quasi sowas wie RubyGems für JavaScript. Cool. Das hat die Idee zugrunde, dass man eben, wenn man immer zum Beispiel jQuery einbindet oder Dojo, man halt irgendwie 80 oder 100k JavaScript einbindet, von dem man wahrscheinlich irgendwie 10k benutzt. Und Ender ist quasi eine Antwort darauf, indem es eine ganze Reihe von sogenannten Micro-Frameworks zusammenfasst, die eben dann gemeinsam eine ähnliche Funktionalität bieten wie der Kern von jQuery. So hat man halt die Möglichkeit, dann eben nur die Packages zu importieren, die man auch braucht, und dann hat man halt vielleicht nur 8 oder 10k JavaScript, das aber für den Fall, den man jetzt braucht, eben dasselbe macht wie jQuery, nur unter Umständen sogar noch performanter. Der Unix-Ansatz. Der Unix-Ansatz, ja, genau. Und da gibt es eben eine ganze Reihe von ganz kleinen Tools, die immer irgendwie so 1, 2, 3 k groß sind, die man dann eben mit diesem Ender.js Packaging-Programm quasi zusammenfasst. Cool, okay. Und Kissy ist eben ein Modul, also ein Datenpersistenzmodul quasi für Ender. Aber hat man auch bei diesem Ender-Ansatz das Problem, dass jeder seine quasi seine API irgendwie so ein bisschen persönlich gestaltet? Also zum Beispiel irgendwelche Namenskonventionen oder... Ja, ich denke, es wird jetzt... es ist so, dass es im Moment ist von zwei Leuten gepflegt und eben dieser ganze Kern, also das Ganze ist noch ziemlich jung. Es wird gerade so ein bisschen gehypt auf entsprechenden Mailinglisten und so. Deswegen ist mir das auch begegnet. Es ist ziemlich jung und ich kann auch nicht sagen, dass es wirklich viele Leute nutzen. Es ist so, dass die API im Moment, dass zumindest die Kernmodule sich an jQuery orientieren. Also es ist auch weitgehend kompatibel mit jQuery. Das heißt auch, dass man eben jQuery-Plugins relativ einfach so anpassen kann, dass man sie dann in Ender.js verwenden kann. Das heißt, im Moment ist es noch ziemlich klar, weil es eben an jQuery orientiert. Man kann erwarten, dass wenn ganz viele Leute jetzt Micro-Frameworks beisteuern, dass es dann irgendwie auseinanderläuft. Aber das ist eben dann ein Problem, dass diese Art des Systems immer hat. Wäre es nicht sinnvoll, ein Programm zu schreiben, was sich jQuery auf besteht auf meiner Webanwendung analysiert und einfach erst rausschmeißt, was er nicht braucht? Was ja, das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, was hast du mal mit Mootools gearbeitet? Also, Mootools ist auch so ein jQuery-Konkurrent. Das war auch eine ganze Weile, also als, keine Ahnung, 2006, 2007, ja, ich glaube, so lange ist es schon her, als da die ganzen JavaScript-Frameworks aufkamen. Also das ich habe letztens gerade gelesen, es ist irgendwie so der Großpart davon, allen modernen eigentlich. Mootools. Ja, also Mootools war eben mal halt ziemlich gehypt und war auch, denke ich mal, am Anfang größer als jQuery. Und ich glaube, dass jQuery es eigentlich irgendwie nur geschafft hat, weil eben Mootools ungleich komplexer war als jQuery. Und Mootools hatte eben diesen Packaging-Ansatz. Also Mootools bildet man sich quasi seine eigene Version von Mootools, wo nur das drin ist, was man auch braucht. Das hat allerdings auch den Nachteil, dass man das eben auch machen muss. Während jQuery eben einfach nur immer kommt, jQuery, alles da, alles drin. Mhm. Und Mootools ist halt, glaube ich, insgesamt irgendwie 180k groß über alle Packages. Nur, dass man die halt nie einbindet, alle, sondern halt immer nur die Teile, die man braucht. Hat sicher alle seine Vor- und Nachteile. Inzwischen hat halt irgendwie jQuery gewonnen. Also jQuery ist halt irgendwie Standard und man sieht auch, dass sich halt viele neue Frameworks, also auch Ender.js, was in dem Sinne dann eigentlich kein Framework ist, sondern eher so eine Art Meta-Framework, dass die sich halt alle irgendwie an der API von Mootools orientieren, an der API von jQuery orientieren. Also kann man jQuery wahrscheinlich schon irgendwie so als JavaScript-Standard-Bibliothek betrachten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es über kurz oder lang im Browser eingebettet wird, quasi als Standardbibliothek.
Aber auf der anderen Seite, das sind 100k. Und wenn man es zentral einbindet von zentralen Servern, wird es ja auch das einmal runtergeladen. Genau. Also, wie gesagt, es hat immer alles seine Vor- und Nachteile, es kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ja. Deswegen ist halt gerade, ich denke, mit Ender.js und auch solchen Sachen wie hier Kissy, was halt irgendwie 2k groß ist, hat man halt immer den Vorteil, dass man, gerade wenn man eine mobile App baut und man braucht halt echt nur ein paar Sachen, dann hat man halt irgendwie 10k Framework und das war's. Und das hat auch nur das, was man braucht. Realistisch betrachtet ist es auch so, dass man wirklich, wenn man jQuery, benutzt ihr intensiv jQuery? In irgendeinem Kontext? Im Moment nicht, aber schon mal gemacht. Ja, das Ding ist halt, dass man, also jQuery ist unheimlich mächtig inzwischen. jQuery macht alles möglich und jQuery ist vor allem auch so ein Abstraktionslayer, der dafür sorgt, dass Animationen halt im Browser A, Browser B, Browser C und Browser D überall performant laufen. Aber die sind vielleicht Browser A und B völlig egal, ja. Trotzdem sind da vielleicht 40k Code drin, die nur dafür sorgen, dass es auch da vernünftig läuft. Und das ist halt immer die Frage. Ich meine, heute ist dann, sind dann 60k mir auch nichts mehr. Unter Umständen ist die Grafik, die im Header eingebunden ist, größer als die 60k, die du für das JavaScript-Framework unterhältst. Kommt immer auf den Anwendungsfall. Ja, das ist es eigentlich auch schon. Ich kann euch das gerade noch zeigen. Also ich sage jetzt gerade mal, ich starte es jetzt hier vom Desktop, aber letzten Endes ist es eben das ist eine Web-Applikation, die hat nur quasi ein Icon für den Desktop, weil man halt Anwendungen auf dem Desktop hinzufügen kann. Jetzt sehen wir, wenn es wie gestartet wird, dann werden halt erstmal Files geladen. Ich gehe mal davon aus, dass in dem Moment einfach per JSON Texte geladen werden. Man sieht dann, dass hier oben, also das sind quasi die Teaser-Texte, die am Anfang geladen sind. Und ich denke mal, dass dann hier im Hintergrund dann die vollständig nativ geladen werden. Und das ist schon responsive Text. Das ist responsive, ja. Das ist halt auch die Sache mit Non-Blocking UI, ja. Wenn es jetzt quasi. Dann wird hier noch schon ein Aufruf jetzt. Ja, also man müsste jetzt dafür blechen, ja, weil Financial Times ja schließlich Geld verdienen. Aber grundsätzlich geht es schon. Man sieht jetzt, die Artikel geladen, man lädt dann quasi die Bilder nach in den nächsten Schritt. Und ich gehe mal davon aus, dass dann die Bilder auch einfach Base64 kodiert mit in die Datenbank gespeichert werden. Hast du keine Möglichkeit hier im Code? Ja, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Also das Problem ist, dass es das wird. Das adressiert speziell das iPad momentan und deswegen wird es auch nur ans iPad ausgeliefert. Achso, es ist kein JavaScript, sondern. Nee, es ist JavaScript, aber die checken halt den Device-Header und liefern es nur ans iPad aus und sonst kriegst du eine Meldung, dass.